Herzlich willkommen zum Benefizkonzert des Handglockenchores Gotha, eine Institution hier in Gotha. Elke, wie lange gibt es euch? Bist du älter? 29 Jahre gibt es den Handglockenchor. Wobei der Handglockenchor nicht ganz richtig ist. Ich habe vorhin die erfahrenen Musikerinnen und Musiker hinter mir begrüßt mit, heute sind ja die Profis da, wird sofort die Hände gehoben, nein. Die Profis sind die Jüngeren. Es gibt auch ganz junge, ne? Anfängerchor. Dann gibt es die Profis und das, ich weiß nicht, ob es freundlicher ist, wenn man sagt, die Reiferen. Die mit viel Erfahrung auf jeden Fall. In jedem Fall freuen wir uns sehr, dass sie für einen guten Zweck spielen, denn das heißt Benefiz. Glaube ich jedenfalls. Ich sage das auch deshalb, weil es ein paar Missverständnisse vielleicht zu diesem Konzert gibt. Jemand hat gedacht, Benefiz, das heißt ohne Eintritt, weil ihr gewohnt seid, wenn ihr im Januar Benefiz spielt, da gibt es eine Kollekte, keinen Eintritt. Das ist heute ein Benefiz für die Glocken. Aber nicht für die Glocken, die hier vorne klingen, sondern für die Glocken, die oben im Turm zurzeit nicht klingen. Da sagte mir auch gerade ein Mann am Eingang, er ist ganz froh, dass die nicht klingen, das stört ihn nämlich. Zum Glück ist er da ziemlich alleine, denn sehr viele Menschen vermissen den Klang unserer Margaretenglocken und deswegen sammeln wir schon über ein Jahr, um dort neue Glocken einbauen zu können. Ziel ist, dass wir bis zum 31. Oktober 2017, die Insider werden wissen, das ist ein historisches Datum für die protestantische Kirche, 500 Jahre Luthers Thesenanschlag in Wittenberg, dass sie dann an diesem Tag zum ersten Mal klingen, die neuen Bronzeglocken. Dafür klingen heute diese Messingglocken auch Bronze. Echt? Also noch eine Verbindung. Natürlich ist das reizvoll. Glocken spielen für die Glocken. Dass wir ein paar von Ihnen damit durcheinander gebracht haben, tut uns leid. Aber wir freuen uns, dass Sie alle da sind.
dass sie zuhören wollen und dass sie den reichen Handglockenspielern beim Konzert lauschen und bei manchen Stücken, sie haben alle ein Programm in der Hand, auch in Begleitung der Orgel, die Kirchenmusikdirektor Jens Goldhoff spielen wird. Leiten, das ist dummes Deutsch, leiten tut diesen Chor, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Diesen Chor leitet Matthias Eichhorn, auch ein Urgotha, inzwischen Weimarer, der ein hervorragender Jazz-Kontrabassist ist, das durfte ich selber schon oft erleben, aber eben auch die Verbindung zu diesem Chor gehalten hat, den seine Mutter einst gegründet hat. Und der wird ihm jetzt was zumindest zum nächsten Stück sagen und zu dem Chor insgesamt. Schön, dass ihr da seid. Ein Beifall für den Handglockenchor Gotha. Alle hier begrüßen. Vielen Dank für deine netten Worte, Jochen. Die Reiferen, also wir haben mehrere Gruppen. Es gibt die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deswegen, weil das so bis Mitte 20, Ende 20 Schüler sind. Und das sind dann unsere Erwachsenengruppe. Ich würde keine von beiden als Profi oder Nicht-Profi bezeichnen und würde auch keine Wertung vornehmen wollen. Und das können Sie gerne selber sich gleich davon überzeugen, wenn Sie den Klängen hier lauschen. Also nicht so, dass hier nur die B-Mannschaft angetreten ist, ganz und gar nicht. Sie haben alle ein Programm, manche Stücktitel werden Ihnen vielleicht nichts sagen, manche kennen Sie vielleicht von Hören, vielleicht der eine oder andere, der schon mal ein Konzert von uns war, hat das eine oder andere schon gehört. Zum nächsten Titel steht nur ein Name da, Beyond, Ewigkeit. Und dieses Stück basiert auf einem Gedicht, das möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Es ist nicht lang, aber stimmt Sie vielleicht etwas in das folgende Stück ein. An windigen Herbsttagen und kühlen, sternenklaren Nächten, wenn die Rotkehlchen nach Süden fliegen und gefärbte Blätter fallen, wenn die Sonne mit langem Schatten untergeht, mit erwartungsvollem Duft in der Luft, dann weiß ich, wird es nicht mehr lange dauern, bis ich endlich zu Hause bin. Ewigkeit. Schön, dass Sie da sind. Viel Spaß beim Konzert.